Zwei Wochen sind vorbei jetzt, zwei Wochen, die ganz ereignisreich waren. Wir hatten zwei Wochen, in denen es auch gar keine Neuwahlen, aber keine Abtretung der Regierung. Wir haben hier einen interessanten Wahlkampf gehabt mit wechselnden Themen. Wir haben hier viele selbstständige Betriebe gehabt und rund 50 engagierte Teamerinnen und Teamer, die das Ganze gestaltet haben. Unser besonderer Dank ist bei so einem großen Projekt natürlich auch an die ganzen Sponsoren, die hier Blumen bereitgestellt haben, die für Lebensmittel gesorgt haben, die Bäckereien, die Teig gespendet haben, die Spedition, die uns Sachen gefahren hat, auch das CBZ und die Feuerwehr, die beim Aufbau geholfen haben. Und das zeigt eben, dass so ein Projekt eben auch nur möglich ist mit ganz vielen in einer Kommune, die gemeinsam mit daran arbeiten. So, und deswegen auch unser besonderer Dank nochmal an all diese Unterstützer, an die Sponsoren. Und man sieht ja auch heute beim Stadtfest, wie es gewirkt hat und wie viele Kinder mit ihren Eltern hier sind und was für eine tolle, ausgelassene Stimmung hier herrscht. So, und wir haben Lust auf 2024, auch wenn wir alle kaputt sind. Und ich glaube, auf ein Wiedersehen in 2024 in dieser Stadt wieder mit ganz vielen Kindern. Alles so im Neumünsterum gemacht habe. Ich war bei der Bäckerei eine Woche, dann war ich noch bei der Kleinkunstbühne, ich war bei der Müllabfuhr und ich war bei der Kunstwerkstatt.